Wir haben so viele Zutaten verfügen. Ja, früher haben wir nichts gehabt. Wir hatten nichts gehabt. Nichts haben wir gekauft. Überhaupt nichts, aber das war uns wurscht, weil die anderen haben auch nichts gehabt. Herr Gesangerin, Brüderlein, Brüderlein und Schwesterlein. Meine Damen und Herren, Michael Müller! Vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie viele Begriffe aus der Computersprache so nach und nach in unsere Alltagssprache übernommen werden? Also wenn man sich was nicht mehr merken kann, ja, sagt man, meine Festplatte ist voll, ja, oder das kann ich nicht mehr speichern oder habe ich nicht auf dem Schirm. Ne? Und so jede Zeit hat so ihre ganz bestimmten Begriffe und Bilder. Und gerade wenn man sich zum Beispiel mit Jugendlichen unterhalten will, dann ist es ganz wichtig, dass man diese Bilder und Begriffe bedient. Ja? Besonders, wenn es um schwierige Themen geht. Ja, Maxine, komm doch mal her. Also, was möchtest du denn mal wissen? Ich meine, willst du jetzt nicht mal wissen, wie das so war mit Mama und Papa? Ich meine, so wo du so herkommst und so? Also, als ich so alt war wie du, da hat mein Papa mir das so erklärt. Also, es gibt die Bienchen und die Blümchen und dann fliegen die Bienchen auf die Blümchen. Hörst du mir überhaupt zu? Sagt dir Oswald Kolle was? Nicht. Okay. Dann nehmen wir mal was, was du kennst. Hä? Sagen wir mal einen Computer. Ja? Also, stell dir mal vor, Mama und Papa sind ein Computer. Also die Mama so ein Apple und der Papa so ein ganz normaler Computer. Ne? Also das passt ja jetzt so erstmal gar nicht zusammen. Ja, und dann haben Mama und Papa erstmal so ein bisschen gegenseitig rumgegoogelt. Ne? So mal bei ihr gesurft oder mal bei mir gesurft. Ne? Und da war der Papa ganz schön online, da kann ich aber sagen. Ne? Ja, und irgendwann hat der Papa dann gemerkt, mein lieber Mann, die Mama hat aber ganz schön Megabyte. Ne? Ja. Ja, und dann hat der Papa die Mama in seinen Favoritenordner aufgenommen. Ne? Ja, und dann gab's natürlich auch mal eine Zeit, da waren wir so ein bisschen auf Standby. Ne? Aber irgendwann haben wir uns dann gesagt, jawohl, wir wollen uns vernetzen. Ja, aber das war leichter gesagt als getan, ne? Weil so zwei verschiedene Computer, ne? Zwei verschiedene Betriebssysteme, da weiß man ja gar nicht, was wo beim anderen ist. Ne? Wie macht man denn die Ordner auf? Ne? Wo sind denn die Favoriten und so weiter? Naja, und dann haben wir uns mal gegenseitig so ein paar Programme gestartet. Ne? Ja, und dann gab es auch irgendwann einen Punkt, da gab es kein Backup mehr. Ne? Und dann hat die Mama dem Papa die Anwendung erlaubt. Oh. Ich kann dir sagen, der Papa war sowas von nervös. Also, ich war regelrecht Microsoft, ja? Also, er war nicht nur Mikro, der war auch Soft, ne? Und da hat die Mama gesagt, es wäre schon schön, wenn er mal hart wäre, ne? Aber du weißt selbst, wie es ist, ne? Manchmal hängt's und man weiß nicht, warum, ne? Da hilft nur eins, runterfahren, warm Start, ne? Haben wir dann auch gemacht und dann lief's auch wie geschmiert, ne? Ja, also dann hat der Papa der Mama sein gesamtes Programm rübergeladen, ne? Und da war dann auch ein kleiner Trojaner dabei, ne? Und der hat dann bei der Mama sein eigenes Programm gestartet, ne? Ja, und dann blieben bei der Mama irgendwann die monatlichen Updates aus, ne? Mama wurde auch immer langsamer, ne? Weil ja im Hintergrund das andere Programm lief, ne? Und irgendwann konnte die Mama auch gar nicht mehr runterfahren, ne? Ja, und irgendwann war bei der Mama dann die Festplatte voll und dann hat sie dich dann ausgedruckt. Ne? Also, Maxchen, wenn du dich mal vernetzen willst, denk dran, nie ohne Firewall. Ne? Und immer Hardware sicher entfernen. Denn für einen Trojaner, da bist du noch zu klein. Hm? Was? Oh Mann, da muss ich zuerst noch abchecken. Du, wenn ich der Blödmann erwischt, dann mach ich fertig, du. Werbung. Wie man Flugfahrzeuge lenkt oder Leichen im See versenkt oder auch Verräter am Baum aufhängt, wo man Lastwagen bestellt, das flache Fernseher runterfällt. Bebo-Bau.
Luigi Bonzo. Vivo was weiß Bonzo. Der sonnige Süden. Sonne, Sand und Meer. Vielleicht ein bisschen Geschlechtsverkehr. Garant für einen perfekten Urlaub. Wenn nur das fremde Essen nicht wäre. Ecco qua. Spaghetti agli scampi, allo champagne, prego signora. E qua, spaghetti alla malfitana, pomodoro e mozzarella. Buon appetito, signor dottore. Doch damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es Brei in der Tube. Brei in der Tube. In den Geschmacksrichtungen Pressack, Leberkäse und Haxe. Mit und ohne Senf. Brei in der Tube. Essen in der Fremde wie daheim. Herzlich willkommen zu Mein Quiz. Ich freue mich auf meine ersten beiden Kandidaten. Sie kommen aus Brezbenice ursprünglich. Das ist ein kleiner Ort auf dem Balkan. Mittlerweile leben sie seit 35 Jahren im Piusviertel in Ingolstadt. Sie sind beide Freiunternehmer im Import-Export-Bereich. Aber bitte stellen Sie sich doch selber vor. Servus, ich bin der Bonzo. Servus, ich bin der Drago. Servus, ich bin die Quizmasterin. Wie ich in der Ankündigung sagte, sind Sie im Import-Export-Bereich tätig. Was muss man darunter verstehen? Ich mach Import. Ich mach Export. Langsam lüftet sich der Nebel. Ich meine, importieren und exportieren Sie ganz normale Waren wie Gemüse, Handys? Oder handelt es sich dabei um den Transfer von Know-how auf dem IT-Sektor? Kann ich den Telefonjoker haben? ja, dann fangen wir mal an. Erste Frage. Wenn man umgangssprachlich von einem Dachschaden spricht, dann hat jemand A, ein undichtes Dach, B, es fehlen ein paar Dachziegel, C, die Dachbalken sind morsch oder D, er hat mit einem geistigen Handicap zu kämpfen. Dann mache ich ein Veto und möchte die Antwort tauschen. Wer ist Veto? Ist das die Drecksau, die mir Mofa geklaut hat? Wie bitte? Brauchst du gar nicht hören, was der Trottel sagt. Pass auf, mache ich Veto und möchte Antwort tauschen. Die Frage, Sie können nur die Frage tauschen. Also, die neue Frage lautet... Mann, ich krieg einen Herzinfarkt. Wenn der Zappelscheinwerfer nicht aufhört und der geklingelt da, na scheppert's, weißt? Also, die neue Frage lautet, 11 Freunde sollt ihr sein. Dieser Ausspruch stammt von A. Sokrates, B. Edith Blyton, C. Sepp Herberger oder D. Adolf Hitler. Ich möchte auch tauschen und möchte meine Oma anrufen. Warum möchten Sie Ihre Oma anrufen? Ich gehe sie morgen besuchen, ich soll Cevapcici kochen. Ja, sicher, aber das war nicht die Frage. 11 Freunde sollt ihr sein. Ja, die Frage habe ich verstanden. Die Frage ist ja total einfach, oder? Bloß die Antwort ist so scheiß schwer. Nehme ich doch lieber eine Frage mit kaputtem Dach. Ist mir scheißegal, ob der Dach kaputt ist. Ich will jetzt die 1-Million-Euro-Frage haben. So weit sind wir noch lange nicht. Dann mache ich die 1-Million-Dinar-Frage.
Hey, weißt du, dass du Arschloch bist? Was will ich mit einer Million Dinar? Eine Million serbische Dinar. Das ist bei Umwechselkurs von momentan 0,01621. Das sind 12.720 Euro. Scheiße drauf. Ich brauche eine Million Euro, verstehst? Dann mache ich Veto und tausche die Dinar wieder um. Halt endlich deine serbische Schnauze da. Los, Alte, mach weiter. Elf Freunde sollt ihr sein. Kann ich da der Telefonjoker machen? Wen möchten Sie bitte anrufen? Ich möchte anrufen Mann. Mann heißt Bachmeier. Wer bitte ist das? Das ist meine Bewährungshelfer. Meine auch. Bachmeier, servus, hier ist Bonzo. Du, pass auf, geh mal von deiner Alten runter. Du, pass auf, hab ich Frage. Ich hab grad in der Quiz im Fernsehen. Was, du siehst auch gerade? Du siehst mich? Ey, Bachmeier, alte Wurst, und servus. Du, pass auf, hast du Frage gehört? Ja, und? Okay, alles klar. Antwort ist Herreberger. Das ist richtig. Sie sind eine Runde weiter. Die nächste Frage lautet... Wo fand 1578 der Bau der ersten Annenkirche statt? A in Berlin, B in Hamburg, C in München oder D in Dresden? D in Dresden. Woher weißt du das? Kein Mensch weiß das. Weiß ich ganz genau, da drin habe ich mal eine Holzmadonna geklaut. Und da sagt noch mal einer, Verbrechen lohnt sich nicht. Du weißt, wie du der Quiz machst, das ist total langweilig. Du magst der Quiz langweilig, du musst der Quiz mehr so witzig machen, weißt? So wie der Jauch, wo immer so komisch guckt, weißt? Wenn er sagt, oh, jetzt weiß ich auch gar nicht, ob sie die D oder die C haben oder so, weißt? Der macht immer so komische Gesicht, macht immer, oh, 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 macht immer so Gesicht, macht immer. Pass auf, da zeig ich jetzt mal, verschwind mal, Alter. Nein, das geht jetzt nicht, Sie können da jetzt nicht einfach... Also, so, setz dich zu mir. Ja, aber es... Und was machst du? Du bist nicht Quizmann. Ich möchte jetzt dagegen protestieren. Halt endlich die Schnauze, verdammt nochmal. Jetzt, pass auf. Jetzt kommt die 1.299-Euro-Frage von Bonzo. Brauchst du flache Fernseher? Ja, das war's schon wieder. Jetzt, meine Damen und Herren, müssen Sie aber ganz stark und tapfer sein. Ich schmettere Ihnen nämlich jetzt die ganze grausame Wahrheit ins Gesicht. Es wird einen vollen Monat dauern, bis Sie mich wiedersehen. Genauer gesagt, bis zum 16. September, aber dann wieder wie gewohnt mit der Grünwald-Freitagskomödie um 22.30 Uhr im Bayerischen Fernsehen. Ja, Hannes Ringelstädter, was machst du schon da? Ich bin schon mal da. Aha. Und bereite mich auf die Sendung. Ja, das ist aber erst am 16. September. Das weiß ich schon, Günther. Aber, wie du weißt, früher Vogel fängt den Wurm. Und ich hab mir genügend zum Essen. Wir haben August. Ja, das weiß ich schon. Im September ist die Sendung. Ja, ich mag mich heute jetzt mal in Ruhe vorbereiten, wenn keiner da ist. Gut, ja, von mir aus. Meine Damen und Herren, wir sehen uns am 16. September wieder. Ich freue mich drauf. Auf Wiedersehen. Vierte, Günther. Ich wollte bloß noch mal... 16. September, es reicht, wenn du eine halbe Stunde vorher da bist, der Rest ist erledigt.